Alter, was ist denn hier passiert? Was ist hier zum Teufel nochmal passiert? Also die Eintragungen des Ausgucks sind ja aus dem Dezember gewesen. Im Dezember war alles noch in Ordnung, aber irgendwas muss ja passiert sein. Wir haben kaum Benzin, aber der Generator ging trotzdem. Das heißt, es war kurz vor Ende. So. Halt mal still, das Science Lab soll da hinten sein, wie ein großer Spiegel. Er meint wohl hier dieses Registrierkassengebäude. Das gibt's in Chicago übrigens, das heißt ja wirklich Registrierkassengebäude. Und das hat auch so diese Form, wie so eine alte, bauchige Registrierkasse. Wenn wir mal kurz uns zurückerinnern, die Älteren von uns... Ich möchte da vorne mal kurz in das Häuschen reingehen. Die Älteren... Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Oh, der erste Affe. Ja, das Registrierkassengebäude. Okay, na los. Mal sehr geil. Boah, das muss früher hier super schön gewesen sein, oder... Ich weiß nicht, ob es auch der echten Universität 1:1 nachempfunden ist. Dann wäre es auch heute noch wirklich schön anzusehen. Also, ich finde die Umsetzung... Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, vielleicht. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und dieses also diese alten Registrierkassen, das waren solche viereckigen, großen, bauchigen Glötze. Die hatten oben so einen kleinen viereckigen Kopf drauf und man, also rechteckig. Und man konnte dann mit solchen Schiebereglern, musste man dann den gewünschten Betrag... Fireflies! Wo? Ach, die Glühwürmchen. Man musste den gewünschten Betrag mit solchen Schiebereglern eingeben und dann musste man immer kurbeln. Eine Umdrehung für was weiß ich und zwei Umdrehungen für... Für Endabrechnung oder so. War total krass. Das Firefly-Symbol tatsächlich. Nur. Das Firefly-Symbol, das muss ja jetzt nicht erst seit gestern da hängen. Also hier ist schon mal alles zu. Das heißt, uns bleibt hier nur der Weg durch diese Hallen. Ich werde mal vorsichtshalber absteigen. Ich hätte auch gerne noch einen Schalldämpfer. So, hier geht's. Die Tür. Geht's nur im Kriechgang durch. Und hier ist natürlich der Käse ohne Strom, wie es aussieht. Und das Ganze hängt hier oben. Ich drücke einfach mal drauf. Disconnect Generator when not on duty. Und Ellie steigt auch ab. Du auch. Also hier liegt alles rum. Was haben wir denn hier? Ah, ein UEC Campusplan. Da gucken wir doch mal kurz drauf. Vergrößern. Da sehen wir hier Getting Slammed Here. Must Beef Up Barricades. Oder was? Okay, was haben wir hier noch? Infected Zapping Through Here. Need to reinforce. Boah, was eine Kragelei. Okay. Wir scheinen. Sniper's Nest. Da unten rechts ist das Sniper's Nest auf der rechten Seite. Und dann sind hier noch mehrere Sachen hier angehakt. Die Karten hier in dem Spiel zu lesen, ist, glaube ich, eine Kunst für sich. Wir haben ja weder einen Kompass, mit dem wir uns einnorden können, noch sonst irgendwas. Noch können wir hier vernünftig andere Sachen machen. Gucken wir hier nochmal. Ich meine, wir haben den coolen Flammenwerfer bekommen, immerhin. Den werden wir wohl auch noch brauchen. Oh Scheiße, wo habt ihr denn den Generator versteckt, Jungs? Oh Mann. Okay, das obere Stockwerk ist schon mal versperrt. Die heruntergefallenen Deckenplatten machen mir jetzt nicht gerade wirklich Mut. Und bevor ich Türen öffne, möchte ich die ganzen Gänge kurz absuchen.
Alles, was offen ist, nehmen wir mal unter die Lupe. Was ist denn das für ein Buch? Was? A Jade in... In Austin. A Jade in Austin sagt mir gar nichts. Aber hier haben wir noch ein bisschen Munition. Das klingt schon mal ganz gut. Alter, was mir die Muffe geht hier. Verdammt, Sporen. Gott, Sporen heißen natürlich auch automatisch Klicker. Ein bisschen Zucker. Scheiße. Was ist hier bloß passiert? Na komm, mach die Tür auf. So. Gut, da hinten müssen wir wahrscheinlich weiter bei den Sporen. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier erstmal diese Türen an. Schon mal ein bisschen Stoff. Es scheint das Wohnheim zu sein, so wie es hier aussieht. Das ist ein Dokument. Tagebuch eines Studenten. Gucken wir mal kurz rein. 18.01. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden. Doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreunende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch ein paar Mal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Na, und scheint lange genug, dass die Fireflies hierher kamen. Oder haben die Fireflies das Ganze zurückerobert und konnten es nicht halten? Auf jeden Fall... Ist das für ein Studentenwohnheim recht opulent, möchte ich sagen. Was haben wir hier? Ja, war das Klopapier alle. So, was haben wir hier noch? Typisches Studenten-Ding. Naja, gut, bisschen da beim Eddie in der Dreckwäsche gepennt. Passiert. So, und damit bleibt uns nur noch der Weg jetzt in die Sporen. Und Freunde, wo Sporen sind, sind Klicker, das wissen wir. Scheiße. Oh Gott. Ich hasse es. Jungs, geht einfach sterben, okay? So. Alter Vater. Ich hab keine Ahnung, wo wir zuerst lang gehen sollen. So. Das ist mal so eine schöne Flasche. Halt's Maul. Wo auch immer du bist, verpiss dich, geh sterben, ich hasse dich. Ich hoffe nur, dass nicht wieder so ein Bloater kommt. Und da vorne sehe ich einen. Schön langsam. Gott, das ist ja wie im Affenkäfig. Zwei Messer haben wir nur.
Ja, spaß du nicht so rum, ey. Furchtbar. Wir müssen da voll durch. Kacke. Kommt schon der nächste. Tut mir leid, falls das jetzt nicht so spannend ist. Ich mache mir gerade in die Hose. Hässlicher Pilzkopf. Was wackelst denn du da so blöd rum? Hau ab. War gleich zwei Stück, das ist sau eklig. Machen wir gleich aus. Ich hoffe, der andere hat uns nicht gehört. Oh, der hat für den Flammenwerfer was dabei. Vielleicht ist es jetzt Zeit. Du Scheiße, hinten ist so ein Bloater. Machen wir direkt aus. Halt die Fresse da hinten, sonst grill ich dich. Dass ich dem seine Bekanntschaft nicht machen möchte, kann, glaube ich, jeder jetzt verstehen, oder? Oh, Klebeband ist voll. Wir gucken gerade mal, ob wir uns hier noch was kurz bauen können. Auf jeden Fall ein, zwei Messer. So, Nagelbomben gehen leider jetzt keine, aber hier können wir noch. So. Wo kommst denn du jetzt her? Hau ab. Na komm. Das Klebeband noch. So. Scheiße, und wir müssen wahrscheinlich voll durch bei dem. Ich grill ihm aber den Arsch, das könnt ihr glauben. Ja, du hältst die Fresse. Wird schon ein bisschen ruhiger. Wir können wahrscheinlich nicht alle killen. Aber wir nehmen so viele raus, wie wir können. Hier ist wohl das Erdgeschoss des Studentenwohnheims und ich will hier nur noch raus. Die Klicker sind ja wohl das Ekelhafteste, was dieses Spiel uns wirklich auf den Hals setzen kann. So. Oh Gott, Freunde, das wird hier noch eine richtig harte Hausnummer. Vorne klickert noch einer rum, den lassen wir jetzt erstmal. So, hier sind noch Pfeile, sehr schön. Ich habe keine Ahnung. Da hinten steht er. Ich habe keine Ahnung, ob er sehen kann. Ich glaube, er kann nicht sehen. Er ist auch hinter der Tür. Und wenn es geht, möchte ich ihn auch gar nicht erst zu Gesicht bekommen. Aber ich glaube, wir kommen hier überhaupt nicht umhin. Diesem hässlichen Miststück entgegenzutreten. Was ist denn das hier? Wie so ein Zentralknoten. Da steht er. Scheint aber zu pennen. Wir lassen ihn dann auch mal. Das ist wohl unser Ausgang. Puh. Alter, mir geht so die Pumpe. Fuck. Jetzt wird er wach. Jetzt wird er wach, der Typ, und kommt. Oh Mann.
Okay, da ist er erstmal. Scheiße. Fuck, nix wie weg hier. Ich glaube nicht, dass der sich da hinten lang jetzt aufhalten lässt. Jetzt geht natürlich auch die Taschenlampe hier zur Neige. Und hier ist erstmal wieder ekelfreie Zone. Infizierte, mir geht's gut. Ich bin dabei, Ellie, ich bin dabei. Boah, das haben wir ja nochmal relativ gut, möchte ich sagen, gelöst. Also, Alter, aber mir geht trotzdem die Pumpe. Dieses Spiel, es hat eine so dermaßen Atmosphäre. Und ich kann nur jedem empfehlen, ja, spielt es selbst. Auch wenn dann noch weniger Leute das Let's Play sehen oder ist mir furchtbar egal. Also dieses Spiel, das hat einfach so eine geile Atmosphäre. Das muss gespielt werden. Ich werde zum Ende des Let's Plays, habe ich mich entschieden, werde ich auch nochmal ein kleines Event machen. So eine Verlosung möchte ich starten. Ich möchte aber, ja, ich möchte ein Gewinnspiel, aber ich möchte da gar nicht jetzt weiter drauf eingehen. Da werden wir uns zum Ende des Let's Plays nochmal genauer drüber unterhalten. So, hier heißt es jetzt nur noch, wir sollen den Strom anschalten. Ich bin froh, wenn ich hier aus diesem Bloater-Loch raus bin. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal da runter müssen zu dem Stinkkopf. Nee. So, wir haben es anscheinend auf die andere Seite geschafft. Wir gucken nochmal, Science Center ist geradeaus. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Und hier muss irgendwo... Ach, da ist auch der Generator. Uah. Alter Schwede. So, was haben wir hier? Ach, den müssen wir erst bewegen. So. Ja, wie es aussieht hier hin. So. War sehr geil. So, jetzt muss die Kiste nur noch anspringen. Und bitte. Und Achtung. Und einmal. Und zweimal. Und bitte. Jawohl. Versuchen wir es mal. Ach, herrlich. Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Bill nutzte die Klicker als Verteidigung? Naja, eigentlich hat er die einfach von seinem Dings ferngehalten. Er hat sie also da gelassen. Aber er hat sie jetzt nicht wirklich benutzt, möchte ich sagen. Na komm! Komm. Da, du alter Zossen, da geht's nochmal hier rüber. Jawoll. Ja. Und hier sind wir jetzt wohl in dem Innenhof. Da vorne ist... Das könnte das Science Center sein. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. So, da sind noch ein paar Zelte. Gucken, ob es hier drin noch was gibt für mich. Oh ja, hier sind gleich ein paar schöne Sachen. Munition haben wir jetzt keine verbraucht. Wir haben also für den Flammenwerfer haben wir jetzt richtig... Müssen wir ganz gut Munition haben. Ich weiß aber auch nicht, wie der so vom Verbrauch her ist. Also den werden wir... Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh... Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Hm. Mist. Mich hätte es jetzt mal brennend interessiert, was mit seiner Frau passiert ist. So, und wenn jetzt hier das Ausrüstungsregal schon auf der Seite liegt mit noch Gewehrmunition drin, dann ist das doch eigentlich ein untrügerisches Zeichen dafür, dass hier irgendwas verdammt schiefgelaufen ist. Und ich glaube, wir dürfen hier nicht darauf hoffen, dass hier irgendwo noch irgendwelche Menschen sind.
Ich möchte hier die Zelte nochmal durchsuchen und dann... Da hinten ist was, was mit Solarzellen angetrieben wird und Licht produziert und Strom somit auch. Das heißt, wir gehen zwei Zelte ab, wie ein Spiegel. Ein Solarspiegel, vielleicht ein Solarpanel. So eine Firefly-Marke. Ja, die Firefly-Anhänger, die haben... Wir. Eric Griggs. Können wir nochmal umdrehen? Nix. Ja, Firefly-Anhänger haben wir ja auch schon ziemlich viele gefunden. Wo ist jetzt mein Pferd? Gut, hier geht's nur über... Nur per Pferd weiter. Ist ja dann nicht per Pedes zu Fuß, sondern per Equum. Wenn wir beim Latein bleiben wollen. Wobei mein Latein ja auch nicht wirklich gut ist, aber... Ach, da. Da wartet Ellie. So, ich möchte hier nochmal gucken. Also hier scheint die Basis aber loszugehen und die ist jetzt aber zu. Also wenn wir Glück haben, wenn wir sehr, sehr viel Glück haben, finden wir vielleicht doch noch Menschen hier drin. Dann brauchen wir natürlich jetzt erstmal hier den Zossen wieder. Los, rutsch. Bisschen Anlauf. Ach, okay. Wenn das auch so geht. So, hier sind wir jetzt oben. Okay, da oben sind die Solarpanels. Auch toll. Die Lampen leuchten auf das Solarpanel. Das heißt also, ein Teil der ausgestoßenen Energie wird dann wieder zu Strom zurückgewandelt. Hey, wie wär's da drüben? Ja, doch. Ja, scheint der Eingang zu sein. Und das Licht brennt noch, aber ja, Solarzellen produzieren auch Licht, ohne dass ein Mensch dabei ist, also. Okay, mit Sprechanlage ist nichts, aber wir können vielleicht das Tor öffnen. Ich schau mal. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht ist auch die Kette dran schuld. Kommen wir rüber. Na komm. Ah, zu gerostet. Wir können es ja mit dem Gaul aufreißen. Also so wäre es ja jetzt nicht. Aber wir müssen anscheinend hier oben lang.